Guck mal, wer groß geworden ist. Die kleine Chihiro. Die Zeit vergeht so schnell und aus der kleinen Chihiro ist jetzt eine große Chihiro geworden, denn sie ist mittlerweile ausgewachsen. Und ein kleiner Wonneproppen, ein hyperaktives Baby. Endlich komme ich dazu, das lang ersehnte Update-Video von ihrem Gehege zu machen. Den IKEA Detlof, den wir hier umgebaut haben. Ein bisschen umgestellt ist er nämlich schon. Wie wir sehen, ich muss gerade ziemlich weit zurückgehen, bevor wir hier irgendwas sehen. Das riesige Regal wurde hier schön umgebaut, die Vitrine, und ist jetzt zum Hamsterhaus, sprich Gehege, umfunktioniert worden. Und man kann auch schon erkennen, dass hier ein Hamster seit einigen Wochen wütet und hier seinen Grabinstinkten freien Lauf lässt. Denn die süße Chihiro ist eine kleine Buddelkünstlerin und raddelt und streckt sich. Ah, es ist so, oh mein Gott, dieser Hintern. Du bist so wunderschön und jetzt radelst du auch noch extra fürs Video. Wo sie gerade so schön am Radeln ist, fange ich mal direkt bei diesem Teil des Geheges an. Hier haben wir immer noch das Wooden Wheel von Rodipet. Die größte Variante, das ist nämlich das 32er Laufrad mit drei Laufradöffnungen. Und auch wenn Chihiro jetzt ausgewachsen ist, sieht man, sie passt da immer noch schön rein und ihr Rücken ist super gerade, und weil gerade da ein bisschen Geräusche macht, ist es Einstreuen. Sie hat am Anfang immer sehr viel reingehamstert, hat sich jetzt aber auch gelegt, und am Anfang hat sie auch mega viel reingepinkelt. Das hat sich aber auch zum Glück dem Ende zugeneigt und dementsprechend muss man das jetzt nicht so oft sauber machen. Knabberutensilien haben wir hier immer noch und da hinten, das werden wir aber noch umändern, da kommt nämlich noch so eine Ecktoilette rein, da ist jetzt noch so ein Napf mit Sand gefüllt, da sie da ihre kleine Kloecke hat. Die hat es an mehreren Stellen, aber da, wo halt der Hamster eben halt regelmäßig immer hinmacht, kann man das auch dann mal hinstellen. Ja, bist du vielleicht neugierig? Magst du kommen? Nee, du bist jung und aktiv, du bist ein aktiver Hüpfer, da kann man nicht zur Kamera, da muss man laufen. Eine Knabberstange, die noch überlebt hat. Momentan kann Chihiro einige auf ihren verspeisten Zettel schon aufschreiben, die sie so aufgemampft hat. Die wird nämlich immer herzhaft zerstört, und hier haben wir das ehemalige Sandbad von Twinkie. Ich finde es immer sehr schade, wenn es auf den Videos so klein aussieht, weil es eigentlich enorm groß ist. Wenn wir jetzt den Hamster sehen, der jetzt da hinten immer noch im Laufrad ist, und sie fragt, was ist das denn für eine komische Kamera? Wie viele sehen mich denn? Wirkt das alles hier immer leider ziemlich klein, was aber nicht so ist, das möchte ich nur mal betonen. Die Optik, wisst ihr ja, das ist so ein blaues Blüten, Serviertin, irgendwas zusammengewurscheltes, was ich mal damals geholt habe. Natürlich passt das jetzt zum Lilanen von der Einrichtung nicht, und hier war ja auch nochmal das Regenbogenkonfetti, von dem man vereinzelt ein paar Fetzen hier noch sehen kann. Haben wir da eine Weidenbrücke als Unterschlupf, und es wird auch viel gegraben, momentan auch gerne hier rüber, und dann ist alles voll. Da ist immer der reine Chaos hier. An der Stelle wurde ein bisschen grundmäßiges geändert, denn hier war ja noch so ein Häuschen mit Stelzen. Die Stelzen sind gebrochen. Das war ja an sich eine schräge Treppe plus dann Ebene und Haus in einem. Haben wir jetzt aber weggemacht, weil hier die Erhöhung dann war für Streu, damit auch nichts umkippt, damit halt auch das Streu da bleibt, wo es ist und nicht im Gehege. Vor allem, weil ja hier das Sandbad ist, dann überall herumwurschtelt. Hier ist das ehemalige Häuschen von Naga Palast in Blau mit abnehmbarem Dach. Darauf haben wir so Maisgranulat, ein bisschen aus wie Katzenstreu, und meine ehemalige Ebene von Khaleesi noch gebaut hier. Auch wieder mit meiner selbstgemachten Dübelleiter hier und Anschluss, was man hier schön einhaken kann. Ist natürlich hier mit den Rändern sicherheitsmäßig für den Hamster, damit er nicht runterfällt. Hier sehen wir auch die Stelzen, da sind ein paar. Und im Dunkeln des Geheges können wir auch hier erkennen, eine große Weidenkugel, Nistkugel hier mit verschiedenen Eingängen für Chihiro zum Durchkrabbeln. Ein fast aufgemampfter Napf mit, sieht aus wie ein Kräutermix, kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber von der Farbe. Ganz hinten sind viele Nistmaterialien verteilt noch vom Konfetti, und hier Taschentücherschnipseln, die sie sich da schön zusammengehortet hat, und wahrscheinlich schläft sie da auch, aber sonst ist halt unter der Ebene nichts, weil hier drüber eigentlich die feststehenden Dinge sind, wie jetzt hier der schöne Wassernapf in Blau und so eine Ecktoilette, die benutzt sie auch regelmäßig, die muss auch immer sauber gemacht werden, und das ist halt auch die größere, da das nämlich auch für Mittelhamster geeignet ist. Und total schön, wir wollen ja hier das gesamte Gehege voll bekommen mit irgendwelchen Hamsterpostkarten und Pipapo. Und deswegen ist jetzt hier am Anfang einmal Chihiro, super toller Name. Da. Habe ich extra für sie geschrieben und draufgebracht. Dann haben wir hier von der Hamsterhilfe einen Button, den ich bei der Messe gekauft habe. Und eine super tolle Postkarte, die wir gefunden haben. Doof, wenn nichts Süßes im Haus ist, außer mir. Das erinnert mich sehr an Twinkie, aber hier wohnt ja Trico. Entschuldigung, ich vertue mich mit all den Namen, die ich eigentlich mit meinen Hamstern hier zu geben habe. Ich meine natürlich, weil Chihiro hier wohnt. Das wollte ich sagen. Manchmal, ihr kennt das von der Miyuki, die ist manchmal einfach so. Zum Streu, das Einzige, was man jetzt hier sehen kann, ist einmal da einen kleinen Gang.
Oft habe ich auch Bilder in Facebook gepostet mit Chihiro, wie sie hier schläft, weil sie das sehr bevorzugt macht. Aber sie hat immer mal wieder andere Stellen, wo sie gräbt und wo sie überhaupt ihr Nest hat und ihre verschiedenen Kammern, wo sie auch Sachen hortet. Und da sieht man auch, dass das Gemisch von den Wiesenheu und mit dem Streu alles immer schön stabil zusammenhält und dann hier immer ein bisschen weniger wird, weil hier natürlich der Hamster auch mit dem Laufrad und dem allen, auch wenn das hier auf der Ebene von Rodipet steht, ich glaube, das ist die Letage, genau die Letage, hallo, und nichts untergraben werden kann, ist hier trotzdem ein bisschen weniger und es geht halt dann in die Länge und schön hoch zum Buddeln. Da fühlt sich jeder Hamster wohl. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen von dem Gehege. Ich könnte noch kurz etwas zu Chihiro selbst sagen, weil sie schon futterzahm geworden ist. Sprich, sie hat nicht mehr so viel Angst, nur sie guckt halt ein bisschen verdaddelt in die Kamera, weil die Kleine nämlich die große Kamera, hat sich jetzt ein bisschen gereimt, nicht so gut kennt wie meine Nasen zu Hause, die das jeden Tag vor der Nase kriegen und sich denken, ach, was ist das denn wieder für ein olles schwarzes Teil? Aber sie kennt eben halt nur eine Handykamera und denkt sich, oh Gott, Hilfe. Es ist unheimlich und komisch und deswegen wirkt sie hier ein bisschen unsicher. Am Schluss gewähre ich euch noch einen kleinen Einblick hier mit Deckel, den ich selbst zusammengebastelt habe und Griff. Das habe ich zwar schon im Detolf-Gehege-Video gesagt, aber trotzdem kann man das hier schön hochnehmen und dann aufmachen. Verhindert, dass die liebe Chihiro hier hoppadahopp rausspringt oder ausbricht. Und ja, das war es jetzt mit dem kleinen Update von der Maus. Die ist immer noch im Laufrad und ist einfach so niedlich. Ach, dieser junge Elan bei Hamstern, wenn er zu Hause so einen alten Senior wie da fasst, dann den merkt man schon immer den Unterschied. Und ja, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kleines Update hier gemacht. Lasst einen Like da. Ich verlinke Chihiros ganze Videos nochmal unten in der Videobeschreibung. Da kommt auch nochmal ein neues mit ihr im Auslauf. Das wollte ich sagen. Und zuletzt seid gespannt auf neue Updates und auch Vorstellungen eines neuen Hamsters hier auf meinem Kanal. Bis zum Wiederschauen dann und ein Abo dalassen. Tschüss!